So, und weiter geht's mit der Knife. Hoffe, alle wieder drauf. Sorry natürlich an die Pre-Roll-Ad. Gibt's ja auch eine Sparta-Knife. Oh, da gab's nur 1 gegen 1. Vielleicht ein bisschen Beef gegen zwischen den beiden. So, Mike. MKI. AKA Malikinovic. Der Malik. Boah. Schade. Macht er nicht. So. Nip bleibt natürlich T. Oh, jetzt bin ich gespannt. An. Mike spottet da Mitte. Match Resetting sollte gleich weggehen. So, das ist weg. Oh, krasser E gegen Sway. Nimmt zu zweit am B und schnell kurz. Ja, Nip steht da nicht gut. Boah, da sollten sie direkt ihn töten. Schade, haben sie nicht gemacht. Sind auf A drauf. So, Retake wird super schwer für Nip. So, wo haben sie gelegt? Nicht für kurz, also verstehe ich nicht ganz, warum sie jetzt da hingehen. Boah, da kassieren sie dicke Granaten dann kurz. Wichtig von Scream. Ja, das war's. Da standen sie alle kurz, obwohl sie nicht zu kurz gelegt haben. Sehr unverständlich. Irgendwie. Also wenn sie da alle defensiv bleiben. Headshot-Rampe, Goose-Egg. Vielleicht von mir sicher an den Tonnen fighten einer. Aber dann. Komisch. Nip hat halt noch das Equipment vor allen Dingen auch, um zu retaken. Shot von Malik. Mit Glock sogar. Ja, Freeback. Auch ein paar Hits. Einer nach Grube. Ach, schade. Kassiert von Freeback. Nee, für Flan. Score previous map 16-8 for Nip. Was ist ist PTV überträgt nicht Nip. Lololol. Und Schussschein. So, aber die Bombe haben sie in der ersten gelegt. Das war eine Full-Eco, so wie ich das gesehen habe. Zumindest eine Deagle bei Scream. Der hier auch direkt alles an Kohle raushaut. Und es reicht nur für AK und große Helm. Ich raff jetzt gerade, das nimmt ja tatsächlich... CT gegangen ist irgendwie. Naja. Egal, fühlen sich da. Aber sie sind halt auch krass. So, Schein hat er dann HE wahrscheinlich wieder abbekommen. Oh, V ist da am. Loopback.
Kiste, okay. Mit der Bison noch. Sway. Traut er sich's? Ich denke nicht. Aber sieht eher sieht nach B aus. Schicken Scream vor. Gibt's die Gegenfläche von 4B. Und Base. Sollten vielleicht smoken. So, locken da die Arbe. Jetzt gibt es die Flashes, die Smokes. So, die, da steht da. Oh! Er gibt die Retail-Shot durch die Kiste! Alter! So, Forrest macht's einzig richtige Push rein. Getred auch direkt rausgesprungen. So, 2 gegen 2. 2 gegen 3. Boah, Cutters hittet zum Glück nichts. Sehr schöne Entscheidung, da raus zu pushen. Jetzt müssen die Headshots fallen. MKE kann es noch machen. Wir wissen nicht, dass er dort ist. Anscheinend doch. Ey, Getright ist so ekelhaft. Der springt hier raus und gibt einfach. Ich verstehe das manchmal nicht. 3-0 Nip. Aber wie ein krasses Opening von Scream. Vielleicht auch eine Fläche in die CD-Base gefehlt. Einfach so in die Smoke. Und das dann einer abdeckt, glaube ich, auch gefehlt. Ach. Geht schon wieder nicht gut los für die Franzosen. Lang Eco. Oh, Getrade wird mit 5 HP hier wieder so ein Gelacke. Wobei ich mir gar nicht mal sicher bin, ob das wirklich noch Luck ist. In 1-6. Gehe ich da vollkommen mit. Ah ja, 4 HP bei Fiflan. Also 2 Packs haben sie hier verdient. Die müssten eigentlich auch sterben. Fraglich, ob sie mit den einheitlichen Settings spielen, ob sie den Damage sehen, weil eigentlich ist er deaktiviert. Schade, ey, so unverdient eigentlich. So, Schein mit AWP. Mal sehen, ob wir hier. Erscheint. Wo er aufblühen kann. Gegen Friberg. Ne, gegen Fiflan natürlich. So, Cutters Push von Forrest. Ne, er pusht sogar Mitte. Da ist keiner. Oh, er macht denn das Mitte ist schon raus. Oh, die Runde ist jetzt schon wieder verloren. Keiner T-Base. Keiner guckt im Entferntesten auch nur Mitte. So, jetzt direkt 3 gegen 5 Situationen. Man kassiert die Hits. Nip hat, Nip hat sie auch komplett schon eingekesselt. Alter. Was wollen sie da jetzt noch machen? Tja. Das schämen sie auch noch alle einzeln, anstatt noch was zusammen zu probieren. Aber das ist auch eigentlich schnurz viel egal. 5-0. Und das sieht leider, leider nach einer eindeutigen Map aus bisher. Bikey hat hier nicht mal ansatzweise irgendeine Chance gerade. Noch keine einzige knappe Runde zustande bekommen. So, jetzt die Entscheidung lang zu gasen. Sehen aber direkt Exist. Scream wenigstens mit dem nächsten und Schein auch hinterher. So, jetzt mal eine gute Ausgangslage. 4 gegen 3. Faust pusht direkt Cutters, kann dort ausschließen.
geht über T-Base. Kann er wieder gefährlich werden. Da deckt niemand. Forrest lässt sich aber Zeit. Das ist gut für Baiki. So, Weg zum B wäre eigentlich gut. Aber sie gehen über kurz. Da steht sogar niemand auf Spot, also eigentlich noch eine bessere Entscheidung. Und damit ist es auch eigentlich egal, dass Forrest jetzt über lang kommt. Sie werden das eh abdecken. Boah, Schein, super Runde. Von Sway natürlich auch. So, Forrest, wissen sie nicht, wo er ist, aber sie müssen lang aufpassen. Und jetzt ist auch bekannt, da hat sich die Weltreise von ihm absolut nicht ausgezahlt. Ganz wichtig von Scream, da den Refrag zu setzen an lang. Und Scream auch nochmal mit einem. Mit dem letzten Check. Kommen wir nach der Fertigstellung des Spiels, werden Austauschschlüssel. What? Wieder lang ein, also das scheint hier gerade das Mittel gegen Nip zu sein. Wenn er mal gut abgeflasht. Boah, wie die denn nicht sehen. Schein wird extrem hart geblockt. Boah. Hey, dieser Scream! So, der Kart halt auch aus. LOL! Ach, fick doch die Henne. Was, der lackt aber auch. Ich meine, ich gönn's ihm ja. Nip lackt auch manchmal rum. Aber Smoke Kills in den Go wirklich. Ah, ich würde fast sagen, zu 99% Luck. 90% mindestens. Oh, der Kopf. Oh, schöne Runde von Scream, Mann. Und jetzt sieht man einfach, wie diese hohe Headshot-Percentage herkommt. Die würde ich dann danach gerne nochmal sehen. Also, vor allem die Overall-Stats über das gesamte Event sind natürlich dann am Ende interessant. Bin mir sicher, Scream wird weit oben stehen. Führt hier wieder seinem Team an und das Lustige ist, Lurpes hat das, glaube ich, sogar getwittert, gestern oder so. Er meinte so spaßeshalber, dass Scream ja irgendwie so 80% des Preisgeldes bekommen sollte, weil er ja auch 80% der Arbeit macht. Stimmt auch irgendwie, also kann man nicht unbedingt abstreiten. So, jetzt wieder lang. PK vorn. Nice! Und noch ein. Oh, schön abgesetzt. Schön geaimt eigentlich. Können ihn auch direkt machen. Scream muss da Gas geben. Wurde abgeflecht. Ja, auf dem A darf jetzt nichts mehr machen. Oh, da duckt er. Ist er tot? Ah, er ist noch am Leben. Boah, das war gerade nicht gut kommuniziert. Also, das heißt nicht gut kommuniziert. Es war auf jeden Fall gerade nicht klar, weil noch Leute geblendet waren, ob der jetzt tot ist oder nicht. So, Forrest über Base. Ich finde das so ekelhaft, dass man da hochspringen kann und da irgendwie was trifft. Und MG macht's. Also langsam dreht Bike hier auf. Das gefällt mir auf jeden Fall. Einfach mal ESP-TV anschalten. Warum? War das ein Grundchillo oder? Random Comment ist random. Ohne Bezug auf irgendwas. So, tatsächlich die erste Eco bei Nip. Und Forrest hat einfach so viel Geld, dass ich eine Arbe leiste. Ne, hör mal. Lindbe. Wo hat er denn die Arbe her? Na, egal. Natürlich. So, wer ist der Mitte? Scream natürlich. Was? Alter, also man merkt, dass er ultra Go CS erfahren ist. Also CSS. Ich hätte ihn, glaube ich, nicht getötet. Bin immer noch medium verwirrt, wenn ich so richtig Gold bin. Wobei, er ist, glaube ich, noch blinder, als man es auf dem GoTV sieht, oder?
Wurde das nicht abgeschwächt und dann diese Texteinblendung gemacht? Demzufolge noch beeindruckender, dass er so den Track gesetzt hat. Aber finde ich gut, dass sie dranbleiben. So, ich bin noch keine weitere AWP. Das können wir mit Forest wieder cut. Mit AWP? Ach so. Mach den ersten. Mann, der darf doch nicht zwei machen damit, Awe! Was ist das bitte für ein Random Push? Vor allem mit AWP. Geht's noch? So, Mitte gesmoked. Kann jetzt über kurz. Sway noch am B. Mit Timen, wenn er jetzt vorschleicht. Wäre eigentlich ganz gut gewesen. Gibt jetzt schon Mitte oben. Oh, jetzt wird's gefährlich. Jetzt wird's gefährlich. So, Mitte kommt gerade rein. Sway hat da keine. Lucky. So, Mitte oben. Anscheinend bekannt. So, damit können Sie jetzt rechnen, dass er tot ist. Ach, schade. Das wichtige Duell gewinnt er leider nicht. Oh, kein Schwein einfach. Ekelhaft. Ekelhaft. Oh, Schein. Holt wieder die Java raus. Kann das Overlay mal bitte bleiben? Danke. Mit Push kann das. Kommt, bestraft sie dafür. Mit der Lag. Aber bestrafen sieht anders aus. Nicht mit dem Wattebäuschen, sondern mit dem Hackbeil bitte bestrafen. So, die Unterzahl. Scream. Kurz. Ach, wird leider schon abgeflasht. Nip baut um. Get nimmt wieder lang. Also super viel Kontrolle eigentlich bei Nip, wobei sie alle einzeln stehen. So, Scream vielleicht, glaube ich, in Mitte drüber. So, jetzt. Kurz gelockt. Jetzt blind machen. CDBs flashen. Smoken. So, sehr schön. Gut gelockt. Smoke liegt. Na, liegt noch einigermaßen okay. Sind jetzt raus, alle Mann. So, jetzt müssen sie damit rechnen, dass Cutters auch gepusht ist. Am besten, genau, schöne Landpose von MPK. Super. Und Shine extrem stark in Base. Sollte ihm vielleicht geholfen werden. Oh, schönes Teamplay. Holen ihn da rein mit der Flash. Kann jetzt Cutters übernehmen mit Awe. Jetzt. Oh nein, verschießt. Im wichtigsten Moment seines noch jungen Lebens. MPK, nice. So spielt man eine Runde hier runter. Und diesmal hat Mini Riot nicht lang gepusht, damit nicht die extreme Map Control gehabt und die Chance für Baiki die Runde zu machen. Lenz Jens wird wahrscheinlich auch feiern. Schreibt, worauf geht's. Ich glaube, hier wird auch genauso jede Runde bejubelt. Irgendwie ist dieser Scream auch Fehler. Also, der ist irgendwie auch so fehlerfrei, habe ich das Gefühl. Und übrigens, das ist. Er ist nur Stand-in. Das ist ja das Traurigste eigentlich an der ganzen Sache. Was heißt traurig, aber. Baiki wäre wahrscheinlich nicht so gut, wenn sie ihn nicht hätten. Und er ist aber schon bei Jars. Und da sind sie auch richtig gut. Oh, nett. Geiler Boost. Schön, Mann. Aber. Guck dich das Lack mal wieder an. Er zielt auch zu hoch. Mann, jetzt ist er unten durch. Oh, aber schöne Idee, Mann. Dass sowas nicht immer belohnt wird, ist halt bitter.
Schade. Okay, er hatte was riskiert. Zweck, schöner Head. Nee, Zweck, Sway. Schöner Headshot. Oh, da schleichen sie in Gatrides Mündungsfeuer ein. Schöner Headshot von Shine. Jetzt direkt noch ein. Ach, schade. Quickscope geschossen. Und selbst wenn er den gemacht hätte, wäre es Mate von Ixis direkt da gewesen. 7 zu 5. Mikey hat aber Geld. Für eine Arbeit hat es nicht mehr gereicht. Oh, jetzt wieder lang. Okay. Geht noch. Da gibt es die Flashes. Also er ist, glaube ich, gerade richtig weiß. So, Nipfel mit viele Flashes. Oh, okay. Kann der nicht einfach mal kippen? Ja, also das kannst du aber mit Nip nicht machen, ne? Also eine Runde, die zweimal gut funktioniert, also einmal gut funktioniert hat, einmal... Sorry. Einmal gut funktioniert, einmal nicht so gut. Und die dann nochmal spielen, ich meine, das ist halt obvious. Und Nip macht es einfach viel zu gut. Flächen sich von hinten, ziehen dann rum, get right gut durch die Smoke moved. Ja, Eco jetzt, get right darf der wieder naschen. Tja, Gadget mit dem Fast Ace. Ich glaube, 4 Mann hat er gemacht. Ja, 9-5 Nip. 9-6 wäre eigentlich noch okay. Ich meine, wenn Scream an einem Spot ausrastet, ist er halt safe. Und wenn die anderen am anderen Spot was raffen, dann können sie es auch gar nachholen. Ansonsten eher schwierig. So, warum gerade über Cutters auf? Scheint noch mit da oben. So, der wird gut abgelenkt. Was macht Scream denn da? Das war ein easy First Pick für Nip. Das war nicht mal wirklich herausragend gespielt oder so. So, man baut B auf. Und Nip steht aber relativ B-lastig. Einer auf Spot, einer vom Tor und einer nach Mitte. Da gehen sie aber auch gerade einzeln auf das Duell und jetzt verraten sie sich auch Cutters. Ich meine, es ist nicht schwer, jetzt da zu viert zu stehen und Getrad ist wieder Mitte oben, hat wieder lang gepusht. Er spielt es wieder perfekt, stellt sich nochmal defensiver hin. Kann jetzt wieder. Oh, mal keinen machen. Aber X ist dafür. So, Nummer MKE. Der Malekinovic! Im 1 gegen 3. Mit 11 Sekunden auf der Uhr. Unmöglich zu holen. Tja. Noch ein kleines Geschenk gedroppt. Tja, 10 zu 5. Schade eigentlich. Ich habe gerade nicht verstanden, was der Scream mit unten gemacht hat. Ich glaube, es gab nicht mal eine Flash raus oder so. Und da wurde so offensichtlich gelockt von dem CDBS-Spieler. Naja. Aber vielleicht holen sie ja die Pistole so wie vorhin auf der ersten Map, auf Nuke. Und machen da ein paar mehr Runden raus. Mich würde es freuen. So, Scream macht B. Nip mit Contact lang. So, hier nutzt er die Smoke. Das ist doch. So, scheint es liest kurz aus. Jetzt die Flash für NPK. Sollte mit der Flash rumziehen. Oh, schöner Schuss. Oh, einer schon aufs Wort. Headshot-Rampe. Scream fährt hinterher. Sehr schön. Nein, stirbt leider. Stärkste Spieler somit aus dem Spiel.
PE noch. Oh, schöner Schlagabtausch. Oh, kann Bikey sogar machen. Schön, jetzt defensiv. Geh doch weg! Du! Was wollen denn die Franzosen da immer? Was suchen sie denn? Wie unnötig sowas ist. So, pass auf, jetzt kommt Faulis wieder rum, gibt die Gesicht. Oh, Halluzination oder was? Das ist zwar kein Gesicht, aber er macht ihn halt. Wie schlecht, aber auch. Also, warum geht er da rum? Warum? Er hat keinen Grund dazu. Bombe ist nicht gepickt. Er legt nicht. Der T hat keine Ahnung, wo er ist. Er hat alle Zeit der Welt. Ach Mann. Kann denn bitte mal ein Team geboren werden, was hier Nipp ein bisschen Kontra bieten kann? Kann man Nipp vielleicht mal klonen? Aber bitte solche Stewie-Klone. Die total behindert sind und so. Aber trotzdem nur Headshots geben. Na, kriege ich den heute nochmal am Tor? Da. So, wir stehen B, MKE. Scream vorm Tor. So, jetzt bitte 5 Headshots. In a row. Schön abgelenkt von Scream. Er ist so ein krasser Teamspieler auch. Nett. Ja, schade, dass es nur für einen Frag gereicht hat. 12 zu 5. Natürlich noch mit Eco, pushender Cutters zu dritt. Aber Get Right ist wahrscheinlich wieder der ekelhafteste Spieler der Welt. Deckt er an der T-Base ab. Sie haben aber auch immer irgendwie das Pech in. Also nicht das Glück quasi, nicht mal dort zu stehen. Nur zu pushen, wo die Ts sind. Machen, ne? So, jetzt bitte einfach mal ausrasten hier. So, Schein mit AWP, Scream mit M4, B also safe. So, die Smoke will ich auch können. So, ein PK, kurz offensiv. Scream, die AE hat keinen Schaden gemacht. Pose finde ich übrigens ziemlich geil. Du kannst dann, wenn du aufstehst, ja, kann das so. Was? Warum sieht er den? Was können wir dabei einen B gemacht? Okay. Hat da noch einen gesehen? Bikey sogar mit der Überzahl. Oh, schöne Flash. Boah, mit Gas. Boah, wie aggressiv der ist. So, schöne Entscheidung, jetzt Def zu gehen. Nip noch nicht auf A drauf. Get Rai. Noch mal kurz. Er macht leider Sway. Kann jetzt ansagen B, A frei. Und Freeberg an, allerdings noch Cutters unten. Er braucht super lang. Und da deckt aber leider gerade niemand ab.
Ah, Scream, pass mit da auf. Wenn er jetzt die Bombe spotten würde. Was ein Timing. Was ein Timing, ey. Wenn man schon Pech hat, kommt auch noch. Ne, wenn man schon kein Glück hat, kommt auch noch Pech dazu. So rum. Einfach die Arme nehmen und weg. Aber ich glaube, dazu sind sie viel zu. Ah, viel zu. Ja, aus dem Spiel schon raus oder haben sie schon aufgegeben oder so. Ich glaube nicht, dass er jetzt noch viel bei rumkommt. Okay, muss glaube ich nicht mehr viel sagen. Scout bei Scream. Abfahrt. So, ich mach mal Wallhack aus. Weil hat er ja auch nicht. Trifft er da auf kein Netz. Schön. Mit PK fliegt der Staub, der Dreck durch die Luft. Ach komm, warum war ich nicht drauf? Die Scout-Action sehen. Aber natürlich macht er wieder einen. Ich meine, er macht ja jede Runde eigentlich einen. So, auf geht's. Scream gegen Forest. Komm, leg dich an. Komm, 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 komm. Komm, gib ihm Headshot, gib ihm Headshot. Ich würde den Lauf rausgucken lassen. So, trollen. Komm schon, Scream. Komm schon. So, jetzt hab's gesehen. Ach, Mann. Jetzt hätte ich mir ein bisschen was Aggressiveres gewünscht. Also, zum Spaß. So geil, der Typ. Unfassbar. Also ich hoffe, den sieht man noch öfter auf dem Event, auf Events. Hoffe mal, dass Jars da bald was eine Organisation oder so findet, dass sie mal wieder irgendwo dran teilnehmen können. Vielleicht spielen sie sich ja auch auf die Star Series Finals. Wer weiß. Stehen, glaube ich, auch auf Rang 1, wenn mich alles täuscht. Scheint im ersten. Katas. Och, schade, ey. Das ist ja ein Mini-Loch auch. Ah, den Retake machen sie vielleicht noch. Er wechselt die Waffe. Ah, bei ne, der Smoke. Ah, das Equipment bei Forest. Exist auch noch. Ne, Freeberg. Für Flan, meine ich. Ah, keine Chance. Nip schon mit dem Draw. 6 Runden bisher nur bei Baiki insgesamt. Die haben jetzt nicht so viel Geld. Aber ich denke, die Jungs haben ein gutes Turnier gespielt. Also auf D2 würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass sie mithalten konnten. Auf Nuke. Ja gut, eigentlich auch nicht. Also war das VG-ESC-Spiel auf jeden Fall mal einiges besser. Da hat man gemerkt, dass ESC denen ebenbürtig ist. Hits, Reload vielleicht. Was so krass wie Faken. So, alle Mitte jetzt. Oh, netter Boost, aber sie gehen auch komplett nochmal über lang. Spielen da ihre Anti-Eco. Und das wird aufgehen. Aber bei MKE pusht. Also sie wissen auf jeden Fall schon mal Bescheid. Schein macht doch gut Schaden. So, Sway. Ach, der gaste wie bekloppt da rein. Scream, ein Headshot, zwei Headshots bitte. Nein, schade. Vorbei, vorbei, da ist es vorbei.
16 zu 6 gewinnt hier Nip und ziehen wie erwartet. Ich denke mal, das überrascht hier niemanden, dass Nip hier ins Finale eingezogen ist.